In dieser Szene wird gezeigt, wie die sekundären Botenstoffe die ursprüngliche Nachricht von den Hormonen transferieren und eine physiologische Reaktion der Zielzelle auslösen. Die aktivierte Proteinkinase aus der vorherigen Szene erleichtert die Überführung einer energiereichen Phosphatgruppe vom Adenosintriphosphat ATP in ein inaktives kationisches Tunnelprotein. Die Phosphorylierung des kationischen Tunnelproteins aktiviert das Tunnelprotein und führt zur Öffnung des Kationenkanals. Die Öffnung des Kationenkanals ermöglicht extrazellulären Kationen, zum Beispiel Natrium, in die Zelle einzutreten. Die Diffusion von Natrium in die Zelle löst eine lokalisierte Depolarisation der Zellmembran in der Nähe des Kanals aus. Die Depolarisation verbreitet sich elektronisch über die Zelloberfläche. Die Depolarisation kann Informationen zu anderen Zellen übertragen oder eine physiologische Reaktion in der Zielzelle auslösen. G-Protein-gebundene Rezeptoren sind in zahlreichen physiologischen Prozessen beteiligt, wie zum Beispiel die sensorischen Reaktionen auf Licht und Chemikalien und die Reaktionen auf Peptidhormone und andere signalisierende Chemikalien, die extrazelluläre Informationen übertragen. Thank you.